Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. In dieser Episode wird es militärisch und vor allem sehr historisch. Wir zeigen euch eine Anlage, die man so heute nicht mehr überall in Deutschland finden kann. Eine Anlage, die neben vielen weiteren in der Region doch einem ganz bestimmten Mann gewidmet wurde. Kommt also mit auf eine spannende Zeitreise zurück bis in das dunkelste Kapitel Deutschlands. Sollten euch verlassene Orte und Lost Places hier in Ostdeutschland interessieren, empfehle ich euch, diesen Kanal doch zu abonnieren, denn jede Woche Mittwoch werdet ihr hier eine neue Folge zu diesem Thema sehen, insofern nichts dazwischen kommt, doch dazu später mehr von mir. Jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Spaß mit dieser Folge und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch die Adolf-Hitler-Kaserne. Verlassene Gebäude und Anlagen in verschiedenen Größen und Formen, soweit das Auge reicht. Naja, zumindest wenn man von oben einen Blick darauf wirft. Und selbst dann fällt auf, kaserniert wird hier schon längst niemand mehr. Wir befinden uns in Mitteldeutschland, so wie es seit 1343 überliefert ist. Land und Gut hat sich nach über 7 Jahrhunderten immer wieder geändert und so ist das Bildnis Mitteldeutschlands vor allem nach der politischen Wende 1990 heute wieder ganz anders geprägt. Die Geschichte dieser Anlage beginnt in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Zu jener Zeit ist die Arbeitslosenzahl im damaligen Deutschen Reich sehr hoch. Mit den Reichstagswahlen 1932 und 1933 versteht es Adolf Hitler, die Menschen zu einen und ihnen buchstäblich den Himmel durch Arbeit und Fleiß zu versprechen. Der Erste Weltkrieg lag den meisten zwar noch immer in den Köpfen, doch war es vielmehr die Schmach des Verlierens gegen die verhassten Franzosen. Hitler aber fing die Menschen und einte sie, aber er schürte noch viel mehr deren Hass auf die westlichen Nachbarn nach der Schmach von 1918. Im Juli 1925 erschien Mein Kampf, Hitlers literarische Abrechnung mit den Siegern des Ersten Weltkrieges und seiner Vision vom Deutschen Reich, wie es besser als jemals zuvor hätte nicht sein können. Heute weiß man, der große Verkaufsschlager waren beide Bücher nicht, vermutlich waren sie einfach zu teuer. Erst als die Komplettfassung, die Volksausgabe, zu einem Drittel des vorherigen Preises in den 30er Jahren erschien, gingen die Zahlen nach oben. Hitler selbst machte es vom Straßenmaler und polizeilich gesuchten Mietschuldner zum Millionär, auch wenn sein streng bürgerliches Image bis zum Schluss standhalten sollte. In den Wäldern um Berlin, vor allem aber in den ländlichen Regionen Brandenburgs, entstanden in dieser Zeit viele neuartige, moderne und immer größere Militäranlagen. Neben den neu erschaffenen, wie der hier gezeigten, nutzte man auch ältere, frühere Kasernenanlagen, die meist noch aus der Kaiserzeit stammten. Zählte man über 6 Millionen Arbeitslose. Hitlers Lösung, die Wiedereinführung der Wehrpflicht und Arbeitsbeschaffungen, die zwar nur kurzzeitig die Menschen abholte, aber das Gros über das Militär band.
In nur einem Jahr reduzierte sich so die Arbeitslosenzahl auf etwa 2,5 Millionen. Ein Riesenerfolg, der wie jeder andere propagandistisch in Szene gesetzt durch die Medien ging und gefeiert wurde, auch wenn der Staat selbst sich über die Jahre drastisch verschuldete. Vor dem Bau dieser Anlage war um die naheliegende Stadt ein Truppenübungsplatz entstanden. Vermutlich waren hier und in den anderen beiden Anlagen mehr Soldaten stationiert, als es Einwohner in der nächsten Stadt gab. Man bemühte sich beim Bau, den Wald bestmöglich zu erhalten. Vermutlich bezweckte man damals eine Art Camouflage-Effekt oder einfach gesagt eine natürliche Tarnung, die selbst aus der Luft nicht gleich auffiel. Erster Nutzer dieser Kaserne war wohl mehreren Seiten zufolge die Schutzstaffel, besser bekannt als SS. Genauere Informationen zu dieser Einheit findet man nur spärlich, zumindest in Bezug zu dieser Kaserne. Als dritte Anlage der Umgebung trug die hier gezeigte Militärkaserne vermutlich schon ab 1935 den Namen des Führers selbst. Auch die naheliegende Artillerieschule nutzte einen Teil des Komplexes zur Aufstellung einer Beobachtungsabteilung. Neben der Soldatenlaufbahn und Ausbildung kam hier ebenso schweres Gerät zum Einsatz. Die Fahrausbildung für Kettenfahrzeuge fand hier ebenso statt wie der ordnungsgemäße Umgang der mit Artilleriegeschützen bestückten Vollkettenpanzerfahrzeuge der Sturmartillerie. Später fanden hier zudem Infanterieeinheiten und Divisionen des Reichsarbeitsdienstes sowie verschiedene Lehr- und Beobachtungsregimenter Platz, die sich vor allem zwischen 1935 und 1937 mehr oder weniger immer wieder die Klinke in die Hand gaben und sich regelmäßig abwechselten. Der RAD, also der Reichsarbeitsdienst, war übrigens auch die letzte Einheit vor Ende des Zweiten Weltkriegs, die hier untergebracht war. Anschließend fiel die Anlage nach dem Ende des Krieges in sowjetische Hände. Hunderte Flüchtlinge wurden unmittelbar nach dem Ende des Krieges oft gegen ihren Willen hier festgehalten und konzentriert, bis man sie mittels Eisenbahn in ihre Herkunftsländer abschob. Die frisch gegründete SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, beanspruchte verschiedene Bereiche des großen Areals ab 1947 für sich und den Parteiapparat. Allen voran die Kino- und Theatersäle, Restauranträume und Sportstätten, um die bestmöglichen Akademiebedingungen herzustellen und zu gewährleisten. Die Wälder ringsum sorgten für eine geringe Ablenkung und Abgeschiedenheit. Ein idealer Ort für die radikalen Parteischergen von morgen, die selbst vor Anschlägen nicht zurückschrecken sollten. Hier ging es also weniger um Politik, sondern schon damals um den baldigen Unterdrückungsapparat der DDR, der ab 1949 in Ostdeutschland erst richtig loslegen sollte. Verschiedene Künstler und Architekten engagierte die SED-Führung, um die Kaserne umzugestalten. Zu nennen sind hier Architekt Selman Selmanagic und Lothar Zitzmann. Auch sollen Vertreter der Bauhausbewegung aus Dessau hier gewesen sein. Dass man hier so viel hat ändern wollen, ist nachvollziehbar, aber davon zu sehen ist heute im Prinzip nichts. Vermutlich kam man auch nicht wirklich dazu, sich hier mit großen Veränderungen niederzulassen, denn die Kaserne wurde wieder interessant. Vor allem für die Roten, die Sowjets, die kurzerhand sämtliche Gebäude wieder für sich beanspruchten und die SED-Spitzenakademie 1953 sprichwörtlich vor die Tür setzte. Ab dieser Zeit entstanden zahlreiche neue Gebäude, vor allem ab den 70er Jahren, um mehr Platz für Stellplätze und Garagen für Fahrzeuge zu schaffen, die das neu untergebrachte Baubataillon hier dringend benötigte. In dem Militärareal gab es nun mehrere neue Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude, ein Kino, ja sogar von einem Zoo ist hier die Rede, aber gefunden haben wir vor Ort nur wenig davon.
Ende der 80er Jahre kam es auf dem Areal zu einem der schwersten Eisenbahnunfälle der DDR-Geschichte, als im Januar 88 ein sowjetischer T-64-Panzer am Rande des Übungsareals bei Dunkelheit und nach einem Missverständnis zwischen Fahrer und Fahrlehrer mittels Notausschalter auf einem angrenzenden Bahngleis zum Stehen kam. In diesem Moment näherte sich eine mit 13 Waggons bestückte E-Lok. In ihr befanden sich zwischen 400 und 450 Passagiere auf dem Weg nach Stralsund. Aufgrund der Dunkelheit konnten die beiden Lokführer den Panzer erst viel zu spät erkennen und prallten nahezu ungebremst mit über 100 km pro Stunde in den fast 40 Tonnen schweren Panzer. Die Soldaten konnten sich noch rechtzeitig aus ihrem Fahrzeug retten. Die über 80 Tonnen schwere E-Lok überschlug sich mehrfach und schob den Panzer weit über 100 Meter vor sich her. 6 Menschen starben, darunter die beiden Lokführer. 33 weitere wurden teils schwer verletzt. Der Schaden belief sich seitens Deutscher Reichsbahn auf über 13,5 Millionen Ostmark. Der Schaden wurde allerdings durch die Sowjets nie beglichen. Auch ist nicht bekannt, was mit den beiden Panzerinsassen, dem Fahrlehrer und seinem Schüler geschah. Sie wurden binnen 48 Stunden nach Russland zurückbeordert. Dort dann verliert sich aber ihre Spur, ob sie sich vor einem Militärtribunal verantworten mussten und ob sie überhaupt heute noch leben, ist unbekannt. Vielleicht habt ihr dazu ja einige Informationen. Sollte es so sein, dann schreibt uns doch gerne. Schon vorher gab es hier wohl immer wieder teils schwere Unfälle mit Todesfolge im Umfeld der Kasernenanlage. Nach dem Zugunglück schützte man die Gleise mit schweren Panzersperren. Nach dem Ende der DDR und dem Abzug der sowjetischen Truppen nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde die Anlage vermutlich zwischen 1991 und 1994 der Bundesrepublik Deutschland übergeben. Die längst in die Jahre gekommene Kaserne hätte schon damals für viele Millionen Mark saniert und modernisiert werden müssen, doch davon sah man wohl ab. Wann genau Schluss war, konnte ich nicht herausfinden, aber es wird wohl Anfang der 90er gewesen sein. Längst ist auch der vollständige Abriss und die Aufforstung des Areals beschlossen, doch es dauert wohl noch etwas. 2007 liefen die Abrissarbeiten wohl an, sie laufen bestimmt in Etappen, aber sie laufen auf jeden Fall schleppend, denn nach wie vor steht vor allem der historische Teil verschlungen im Wald. Vermutlich auch der Grund, warum es so lange dauert. Logistisch ist es nicht so schön zu erreichen. Stattdessen begann man den leichter abzureißenden Teil, den Vorplatz mit Garagen wegzureißen, was schon seit Jahren abgeschlossen ist. Als wir die Anlage anschauten, war sie von üppiger Vegetation umschlungen. Es war Natur pur. Die meisten Gebäude waren uninteressant und leer. Fast nichts war aus der Vergangenheit zu finden, mit Ausnahme des Theatergebäudes, von welchem leider nur noch der Eingangsbereich in Anführungszeichen betretbar ist, denn der Rest ist vollkommen in sich zusammengefallen und zerstört. Dort gab es auch ein immer noch erhaltenes sowjetisches Gemälde in Übergröße, welches hier und da immer mal wieder in diversen Lost Place Gruppen auftaucht. Abrissarbeiten konnten wir keine feststellen, im Gegenteil, die Anlage ist sich nach wie vor selbst überlassen, so wie schon seit Jahren. Ein Teil ist auch denkmalgeschützt, bedeutet also, dass auch in Zukunft etwas von diesem Gebäudeensemble erhalten bleibt. Ich verabschiede mich jetzt mit einer ganzen Menge Bilder von diesem Objekt. Insgesamt lässt sich festhalten, es war sehr groß, doch auch insgesamt interessant, aber wirklich viel zu sehen gab es nicht. Ein kurzes Wort noch zur Zukunft. In der nächsten Zeit, also vor allem im Oktober, steht bei uns einiges an, weswegen es durchaus passieren kann, dass ich in diesem Monat, also im Oktober, nur 2 Folgen hochladen werde, weil ich es zeitlich sonst nicht schaffe. Aber wenn es so sein sollte, werde ich euch da auf jeden Fall auf Facebook informieren. Deswegen abonniert uns auf jeden Fall auf Facebook, dass ihr da up to date seid und nicht aus allen Wolken fallt, weil ich immer sage, Mittwoch gibt's ein neues Video und dann kommt auf einmal mittwochs kein neues Video. Aber bisher gab es ja immer ein Video jede Woche. Deswegen verzeiht mir, wenn es da meine Zeit mal für 2 Wochen nicht zulässt. Ansonsten
wünsche ich euch alles Gute. Vergesst nicht, dieses Video zu liken und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, das jetzt an dieser Stelle gerne auch nachzuholen. Wir danken euch dafür, wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und munter, bis nächste Woche und ciao.